Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt Warminsko-Mazurski mit dem Steffen vom Münsterland TV. Und dem Jens vom Deppen TV. Da hat mal einer gelernt, guck mal. Nee, nicht wirklich. Ich habe es mir noch versucht so zu merken. Hört sich auf jeden Fall professioneller an als bei mir. Das macht nichts. Ja. Schönen guten Tag da draußen. Die letzten Streifen bin ich am Düngen. Die alten YouTuber da, die alten Zuschauer, die... Liebe Leute, vergesst nicht, die Daumen da zu lassen, wenn euch die Folgen gefallen. Ja, bei mir hat's auch leider nachgelassen ein bisschen. Ja, bei mir auch. Von daher schreibt's gerne in die Kommentare, was ihr lieber sehen wollt, was ihr anders machen sollen und woran es liegt. Wenn es am Wetter liegt, kann ich es vollkommen verstehen. Das ist ja echt genial. Und ich hoffe, ja, es ist auch nächste Woche noch. Beziehungsweise danach die Woche, weil dann habe ich Urlaub. Weil die Woche soll jetzt eigentlich mit Schlechtwetter beginnen, so wie ich das gerade noch gelesen habe in den Nachrichten. Die ist mir egal. Die ist mir egal. Jetzt muss ich noch arbeiten. Danach die Woche, da habe ich Urlaub. Da ist ja auch die Gamescom. Stimmt. Ab Mittwoch. So, jetzt können wir den jetzt eigentlich hier stehen lassen und zurückbringen. Weil... Okay. Ich kann es mir nicht leisten, nochmal hier drüber zu gehen mit dem. So. Hihi, der ist eigentlich schon pleite. Hast du auch eine Seemaschine gemietet? Seemaschine? Die hatte ich, ja. Hatte ich die? Nee, ich habe eine auf dem Hof. Doch, hier ist eine gemietet. Ja, das ist die. Und der Flug ist auch gemietet, ne? Also denk dran, dass deine Kosten. Und du hast den Anhänger auch noch gemietet. Mhm. Der Junge, deswegen ist er so reich, hat alles nur gemietet, der Junge. Ja, clever. Es gehört der Bank. Du meinst dem Händler? Ja, stimmt. Wobei der Händler da auch meist mit Banken arbeitet, aber... Nicht unbedingt. Das ist so wahr. So, jetzt haben wir hier aber noch keine Wachstumsstufe, dass wir wirklich hier drüber, wir könnten hier mähen, aber hier sind einfach zu viele... Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich Wasser auf dem Hof kriege. Lass uns mal gucken, ob wir nicht irgendwo doch eine Grünfläche finden, die wir mähen können. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Kann ich den da auffüllen? Ja, das geht! Ich brauch nicht lange suchen. Hm. Nicht so wie der Steffen. Wasserschlauch? Ne, ich habe auch nur auf dem einen Hof gesucht. Und habe dann erfolgreich gefunden. Ich gucke jetzt mal, dass ich irgendwo einen schönen Grünstreifen finde, wo ich ein bisschen mähen kann. Geld verdienen. Der will schummeln. Hört euch an, der will schummeln. Nein, ich habe nur den Auftrag der Stadt, den Grünstreifen zu mähen. Ah, Grünstreifenpfleger. Boah, das ist scheiße hier mit den Bäumen. So nennt man das heutzutage. Hm. Im Auftrag der Stadt. Guck mal, die ist auch gewachsen. Da können wir die nochmal mähen. Komm, das machen wir so. Wir testen das mal hier an der Wiese. Interessiert mich jetzt auch viel Wasser hier, ist aber nicht reingegangen hier. Mit der Feldrandumrandung machen können. Wobei kann ich nicht, weil ich kann mir keinen Helfer leisten. Ja, aber du kannst ja die Feldranderkennung trotzdem machen. Das kostet ja noch nichts. Ist ja nur, stimmt. Wenn du den einstellst. Ja. Also bei mir auf den Wiesen, wo ich immer gespielt habe, funktionierte das mit der Feldranderkennung. Und die Felder und die Wiesen, die waren ja nicht kaufbar, nix. Die waren ja nicht als Felder ausgewiesen. Das waren reine Wiesen. Ja, aber wenn der drunter als Feld gemacht hat, so wie ich es halt gepflanzt habe, dann ist, wenn das aber mit Grünstreifen grün gemacht, dann kannst du es ja auch nicht düngen, gar nichts. So, jetzt guck ich mal. Da ist an. Probier's mal aus. Ich stehe schon wieder drauf und das macht nichts. Macht er nicht? Ne. Komisch. Ja, aber ich sag mal, im ganzen Stadtgebiet, dann müssten die ja normalerweise die Wiesen eigentlich auch alle kaufbar sein, ne? So, ändern. Wenn er die als Felder in Anführungsstrichen. Ja. Also bei mir auf der Sibbershusung klappt. Da fahre ich hinter den Maststall und mach die Felderkennung, da funktioniert's. Und das ist nicht als Feld gekennzeichnet, nix. Okay. Weil sonst sag ja, auch wenn es nicht als Feld gekennzeichnet, der kann es ja trotzdem als Feld, also wie so ein Feld machen und dann pflanzt es aber mit Wiese. Aber. Naja, oh, guck mal, scheint viel ergiebiger zu sein, auf jeden Fall schon mal die Wiese hier, weil wir haben ja jetzt, es zählt dann als einmal gedüngt und als gepflügt, wenn man eine Wiese mäht.
Irgendwie will meine Tochter heute nicht schlafen, habe ich das Gefühl. Okay. Oh, hier muss ich aber noch einiges nachdreschen hier. Der Drescher, der fährt nicht 100%. Eieieiei. Hast du Dings einen gestellten Helfer? Ja, ja, da kann ich nebenbei abtanken und noch was anderes machen. Ja. Weil ich wollte ja meine Schweinchen holen. Achso, das stimmt. So, jetzt fahre ich aber mal aus dem Weg hier, sonst dreht er nicht. Der hat gerade mal 5000 im Tank gehabt. Oh je, oh je. Beim nächsten Mal muss ich dann aber viel mehr. Ja, das Düngen und ein, zwei Düngestufen, das macht schon viel aus. Es ist ja hier schon am Gras. Na, habe ich Glück, dass hier schon wieder gewachsen ist. Also ich habe jetzt erstmal reichlich zu tun mit den ganzen Ernten, mit den Schweinchen holen. Ja, ne? Du weißt ja, dass ich Dienstleistungen anbiete. Du meldest dich einfach, wenn. Du bist ja selbst noch beschäftigt. Das stimmt. Ja, meinst du, ich warte jetzt, bis du mal ja sagst? In der Zeit wäre ich halt noch was auch. Oh. Ich fahre gerade hier von den Bauern alles kaputt, wobei der Hof ist noch nicht verkauft. Deswegen habe ich gesagt zum Verwalter, ich mähe hier zwischendurch mal den Rasen, solange noch keine Kühe drauf sind. Man muss es nur gut verkaufen. Die Sorgen habe ich nicht. Ich habe gut gewirtschaftet, würde ich sagen, dass ich immer noch Geld habe. Ja, am Geld scheitert es ja nicht, sondern am, ja, am Umsatz zurzeit. Ja, dass die Schafe mal so viele sind, dass es gut vorangeht mit den, mit der Wolle. Da war er, da war er. Ich habe ihn gehört, den Jungen. Ach ne, meine Schweinchen, die brauchen ja gar kein Gras, die brauchen ja glaube ich auch gar kein Stroh. Ne. Weil sie für den Mist, doch eigentlich brauchen die Stroh für Mist, weiß ich aber gar nicht. Oder ob das nur ein Mod war. Weiß ich nicht, ich guck jetzt. Doch, Stroh brauchen die auch. Weil du ja Mist auch machst, deswegen. Ja, stimmt. Weil ohne Stroh erzeugen die keinen Mist, sonst brauchst du kein Stroh, also. Stimmt, stimmt. Bisschen kommt ja Missbrauch, nicht nur Gülle. Okay, das haben wir. Ich bin sehr stolz auf mich. So, jetzt fahren wir einmal um die halbe Map, liebe Leute. Jetzt holen wir eben den Viehtransporter und fahren wir auf der anderen Seite wieder hoch zum Händler. Weil dann spare ich mir nämlich auch noch die Gebühren. Ich habe das durchkalkuliert. Auch ich habe lieber die Gebühren in Kauf genommen. Muss man einen Schwader holen? Müssen wir überlegen, wie wir das machen mit den Dreck. Habe ich ein Frontladerding, hätte ich dran. Okay, da werde ich wohl einen Frontlader auch holen müssen. Ja, habe ich auch nicht. Ja. Hast du einen Sammelwagen oder nur die Presse? Den Sammelwagen hattest du gemietet, ne? Ja, nur die Presse. Ich kann natürlich auch mit der Presse reinfahren und das zu Gras pressen. Das, das kannst du mir dann nachher pressen, das Stroh. Das kann ich gerne machen. Weil dann hast du schön in deiner Garage oder wo auch immer du es haben willst. War ich jetzt überhaupt die richtige Straße? Ich habe gar nicht auf der Map geguckt, ich fahre einfach nach Gefühl. Das ist kein gutes Zeichen nach Gefühl. Bis jetzt bin ich immer angekommen.
Ja, so riesig ist es dann doch nicht, hast recht. Früher gab es auch keine Navis. Ja, da sind die Leute auch, die nach Indien wollten, nach Amerika gekommen. Richtig. Die Felder haben schon eine ordentliche Größe hier auf der Map. Ja, hier lohnt es auf jeden Fall, Lohnunternehmer dann zu haben. Gerade ja, für die großen Erntemaschinen und so. Der hat ja 1,5 Millionen. Ja, der kann sich dann auch ein Feld zur Wiese machen oder wie auch immer noch. Ja, wir geben ihm bestimmtes Gebiet, wo er sich Felder kaufen kann und wenn er will, dann noch ein bisschen was machen kann. Er kann sich ja so eine Art kleinen Hof machen, nur ohne Tiere. Sodass er sich auch noch ein bisschen was beschäftigen kann dann, ne? Ja, würde ich sagen. Die Tiere? War ich denn? Ja, ich fahre richtig. Aber dir glaube ich schnell, dass er zu Aufträgen kommt, so groß wie du Felder hast und so. Ja, ist nur die Frage, was macht ihr für Preise? Ja, die macht er ja nicht, die sind ja alle schon hinterlegt im System. Ja, ich glaube nicht für alles. Doch, doch. Da ist sehr viel abgedeckt, also da bleibt wenig Spielraum. Da brauchst du keine Angst haben. Auch Angst habe ich keine. Dann kostet so ein Feldflügen mal 1000 Euro oder so. Er wird nicht reich dadurch. Jetzt ist das Feld im Weg, arm. Scheiße. Also das Feld ist im Weg. Ja, jetzt muss ich einmal drumherum fahren, so eine Kacke. Ist kein Feldweg dazwischen. Folge, wenn ja. So hält man die Leute auch am Fahren. Beim Ernten sollte man generell eine Folgewende machen. Ja, ich bin ja nicht beim Ernten, ich fahre jetzt zum Tieren, oder? Ach so, ja, das ist kacke, ja. Und das ist ein riesiges Feld, Feld 33. Du lässt ja ernten, stimmt. Ah, fahr da weg, KI-Verkehr. Ich hab Vorrang hier, ich hab einen Tiertransporter dabei. Hau ab. Das hier die Milchfabrik? Glaube. Polski Kukier? Also ich denke mal, ist Milch. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ich kann kein Polnisch, weiß ich auch nicht. War geraten. Leute, lauft doch nicht so wirsch über den Hof hier. Haut ab. Ich hab's eilig. So, Schweinchenbauer, was? Wie teuer? 3000? Ja. Alter Falter. Schafe sind noch teurer. Ah, stimmt, du hast noch gar keine Tiere. Ich hatte schon Tiere. Macht mein Geld. Ich habe jetzt erstmal 9 Schweinchen. Das muss reichen. Für den Anfang. 9. Ja, auch die vermehren sich wie die Kanickel. Ja, das 10. hat nämlich auf den Anhänger gepasst. Er wollte nur 9. Okay. Dann haben wir hier gerade hinterfahren und haben hier vernünftig die Ecke sortiert, hoffe ich. Nicht vergessen, Fotos zu machen. Ja, genau, hier, Folge. Gut, dass du noch so sagst. Mal aus. Jetzt fahre ich am besten darum, weil dann bin ich schneller am Hof, hoffe ich. Ach. Da muss ich nur noch am Hof gucken, wo der Abladeträger für die Tierchen ist. Wenn ich jetzt für 9 Tiere... Ja, aber wenn ich jetzt für 9 Tiere die Gebühren, das wären ja auch 3000 Euro bestimmt gewesen. Ne. Die habe ich mir gespart, das war gut. Die Miete von den Transporter, die waren nur 1000 und einen Gewinn von 2000 gemacht. Boah, die Äste, die hängen hier aber verdammt tief von den Bäumen.
Dafür hast du jetzt aber auch einen Helfer am Fahren. Ja. Geld kostet. Muss alles bezahlt werden. Will ja auch essen. Der alte Johannes. So, da wären wir. Das reicht so, glaube ich. Dann wollen wir mal die Schweinchen abliefern. Es ist halt nur ein kleines, eine kleine Weide hier. Da wäre man nicht reich durch, aber. Welches Tor ist es denn jetzt? Ich denke mal, dass er das in der Ecke. Hat aber sehr weit eingeschlagen, der Anhänger. Reißt das Lenkrad nicht ab? Nein! Um Gottes Willen! Ich habe die Zentrifeder ein bisschen höher gestellt, deswegen hat man das Lenkrad. Ja, okay. Weil sonst schlägt das Lenkrad nämlich nicht schnell genug zurück, wenn das zu schwach eingestellt ist. Dann auch blöd. Oh, warum will er denn immer so schnell um die Kurve, Mensch? Da soll er doch gar nicht hin. Wenn er mit Shift anfährt, ist es manchmal einfacher dann. Nee, das mache ich lieber ohne. Okay. So, das haben wir auch. Dann wird jetzt noch gepresst. So, jetzt brauchen wir Dünger, das nutzt alle nichts. Ach nee, ich muss erst abtanken. Obwohl, der hat sich noch gar nicht gemeldet. Der Helfer. Ja, wahrscheinlich, weil er noch nicht voll ist. Nee. Steht das oben? Oder der hängt irgendwo. 4700, ne, der fährt noch fleißig. Warum? Ich sehe es beim Overlay. Nee, der ist noch fleißig hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Dünger ich noch habe. Muss mal schauen, sonst muss ich was kaufen. So, wir fahren pressen. So, wir haben 7 Ballen beim letzten Mal rausbekommen. Mal gucken, wie viel wir jetzt rausbekommen. Bei ein bisschen was ist doch drin. Aber auch nicht viel. Ah, das ist noch voll, das Grundfass. Habe ich denn noch im Heck? In der eigentlichen Spritze. Da ging noch. Oh ne, das ist nicht mehr voll. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich hier am Hof was habe. Ausgestiegen. Jetzt muss ich den erst echt runterschicken zum Händler. Wäre aber bitter. Ne, hier an den Tanks geht's nicht. Daneben sind nur diese. Ne, will er nicht. Habe ich hier was anderes am Hof? So. Aber ich glaube, das ist auch nur Deko. Ja, auch nur Deko. Also hier an dem Hof habe ich nichts. Vielleicht reicht es ja für das kleine Feld. Dass ich da wenigstens 2 Düngestufen drauf habe. Okay. Ja, 2 wären schon besser, ja. Halt. Den Container habe ich noch nie ausprobiert hier. Nee, der ist es auch nicht. Weil hier kannst du die Düngercontainer teilweise von den Deko-Containern nicht unterscheiden. Ja, das Ding einmal testen, hast du recht, ja. Da ist auch nichts. Und in der Halle war nichts, das weiß ich. Also habe ich nichts am Hof. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht so viel kaputt. Ich habe nämlich keine Pflegeberufung drauf. Ach, okay.
Oh nein! Der Baum ist im Weg. Uff. Ich hab's geahnt. Da gibt's so einen Trick, wenn du den mit Helfer machen lässt, düngen, der macht keine Fruchtzerstörung. Da muss ich durch. Ich brauch Spuren. Ja, apropos Spuren, es gibt jetzt, wir haben ja den Seed Master drauf, also Seed Mod. Das heißt, wenn, kannst du sogar Fahrrinnen dann Ja, direkt muss ich, wieder ein ja, ich hab's beim einsehen. letzten Mal vergessen. Ja. Das war mein Problem jetzt, deswegen habe ich nämlich keine Fahrspuren drin. Es sind auf jeden Fall mehr Ballen, die wir jetzt hier rausbekommen haben. Wir sind ja jetzt schon bei 7. Fast, also 6. Und dann so noch deine Zipfel. Und ich muss, kann auch die 2 dann entladen. Halt, zack, zurück. Ja, und wenn du möchtest, darfst du Tschüss sagen. Ui, haben wir schon wieder soweit? Ja. Okay, da ist man einmal so fleißig und dann ist die Zeit schon wieder um. Ah, du bist doch immer fleißig, Junge. Ah, so fleißig auch nicht. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und der Steffen garantiert auch. Wenn es euch gefallen Natürlich. hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auch einen Daumen da. Aber dann schreibt uns bitte, was wir besser machen können. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, dass wir uns dann in 2 Tagen wiedersehen. Montag, Mittwoch, Freitag. Tschüss. Tschüss.